Herzlich willkommen zum wohl schnellsten Podcast der Welt. Ich bin Matthias Meindl und bei mir erfährst du alles rund ums Motorrad auf der Rennstrecke. Viel Spaß! Heute geht es um das Thema Zugang oder besser gesagt Einstieg zum Motorradfahren. Wie haben wir damit angefangen? Wie fängst du mit dem Motorradfahren an? Und dazu habe ich einen sehr interessanten Gesprächskollegen hier bei meinem virtuellen Studio auf der anderen Leitung. Begrüßen darf ich mit euch zusammen den 50, den Christoph Höfer. Christoph, grüß dich. Grüß dich, Matthias. Hi, servus. Hallo, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich versuche aus der momentanen Lage hier zu Hause in meinem kleinen Mikrokosmos das Beste draus zu machen und freue mich sehr, dass wir einen ersten gemeinsamen Podcast starten. Ja, genau. Ja, wir müssen natürlich auch diese Situation hier irgendwie effektiv nutzen und da wir uns auch nicht sehen dürfen, können wir zumindest telefonieren. Ja? Genau, so sieht's aus. Wir das Beste draus machen. Du hast auch, erzähl mal ein bisschen von dir, du hast auch eine sehr, sehr aktive Karriere im Motorrad-Motorsport. Viele von deinen Followern oder Abonnenten wissen das vielleicht, aber vielleicht gibt es ein paar, die das nicht wissen. Wie ging denn deine Geschichte als, ich möchte jetzt schon sagen, du bist so irgendwo zwischen semi-professioneller und professioneller Motorradfahrer, Rennfahrer. Wie ging denn das alles so los? Was hattest du für einen Zugang zum Motorrad? Erzähl mal ein bisschen was von dir. Ja, danke erstmal für die Blumen, mein Guter. Das war bei mir eine ziemlich außergewöhnliche Geschichte. Ich hatte damals die ersten Berührungspunkte mit dem Motorrad in der Kindheit, wo ich mit meinem Sandkastenfreund Janosch, da waren wir 4, 5 Jahre alt, da sind wir schon mit den Honda Monkeys von seinem Opa rumgefahren, damals auf der großen Wiese, und das hat mir damals immer sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Und generell das Thema Rennsport, Motorsport hat mich schon immer sehr, sehr interessiert. Das Go-Kart war damals auch ein großes Thema, was ich als kleiner Junge gerne intensivieren wollte, aber das war natürlich auch ein Finanzding und die Familie hat dann auch gesagt, nee, Jung, fahr Fahrrad, geh Fußball spielen oder sowas, und von daher war das Thema dann wieder schnell vom Tisch, gell? Mhm. Und dann mit 15 gab es den Mofa-Führerschein, da sind wir dann mit Rollern rumgepetzt und haben an unsere Roller da Unterbodenbeleuchtung dran gebaut und sämtliche Modifikationen, dass der Roller ein bisschen schneller läuft als 25. Und da war natürlich die Liebe zum Zweirad nach wie vor da. Dann ging es mit 16 auf die 125er, wo wir quer durch die Republik gedüst sind, haben innerhalb von 2 Jahren 50.000 Kilometer auf die 125er gefahren. Wie war das vom Gefühl her, so einfach das Zweirad zu besitzen und mit dem Motorrad zu fahren, die Gänge zu schalten, den Motor hochzudrehen? Kannst du dich da so erinnern, als Kind, als Jugendlicher? Da muss man ja eigentlich das absolute Freiheitsgefühl gehabt haben, oder? Definitiv, klar. Das war, ich weiß noch wie heute, da gibt es ja noch Bilder davon, wo wir mit den kleinen Honda Monkeys da auf einer großen Wiese bei uns hinterm Haus rumgefahren sind. Das war damals schon als kleines Kind, hatte das ein Lächeln auf die Lippen gezaubert und Adrenalin und Freiheitsgefühle in deinen Körper geschossen, wo du immer sehr, sehr traurig warst, wenn du vom Bike wieder absteigen musst. Ja, wenn die Eltern gesagt haben, so, jetzt ist Schluss für heute, ne? Genau so sieht's aus. Ja, ich kenne das. Ja, und dann ging mit 17 ging eigentlich so diese kuriose, diese etwas außergewöhnliche Story damals bei mir erst so richtig eigentlich los. Ein ganz enger Freund bei mir hier aus Reiskirchen, der Bernd Ruber, der hat damals den Yamaha R6 Cup gefahren. Ja. Das ist eine internationale Rennserie, die im Rahmen der IDM ausgetragen wurde. Und der hatte sein Finale damals am Hockenheimring. Ja. Und hat gesagt, Mensch, Leute, kommt doch einfach mal zum Zuschauen vorbei. Und dem Aufruf sind wir natürlich gefolgt, sind dann Hockenheimring gefahren und das war dann natürlich sensationell. Ja. Das war unfassbar, was da abgeht, die ganzen Geräusche, die Rennen, die Bikes, und das war unfassbar. Und ich saß dann mit meinen Kumpels auf der Tribüne
Wir haben uns von Bern das Rennen angeschaut im Yamaha RSX Cup und da ließ er ihm halt eiskalten Rücken runter. Gell? Ja, ja. Wenn dann 40 R6en gegeneinander kämpfen, gegeneinander fighten, das waren 40 Fahrer aus 8 verschiedenen Nationen auf einheitlichen Motorrädern. Und wenn du dir diesen Kampf und diesen Spirit, dieses Racing angeschaut hast, ab dem Moment war bei mir so die Geburtsstunde des Gedankengangs, wo ich zu mir selbst gesagt habe, genau das möchtest du jetzt auch. Ja. Ja, ich kann das nachvollziehen. Du warst da 17 Jahre, das war quasi 2006, 2007 in dem Dreh, oder? Oder 2007 war das genau, 2007. 2007. Und ja, das ist natürlich die Problematik, sage ich jetzt mal, als wenn du da infiziert bist, dann dreht sich ja nach diesem Tag, wo du infiziert wurdest, zum Thema Infizieren trifft sich gerade gut, gell? Da bist du ja quasi eigentlich täglich damit irgendwie konfrontiert, weil du ja immer nur darüber nachgedacht hast, vermutlich. Ne? Das war ja dann allgegenwärtig, dieser Gedanke zum Motorrad, diese Gefühle, die Geräusche, die Gerüche von heißen Bremsen, dem Abgas, der richtig heiß verbrannten Abgas, ist ja ein Unterschied, ob du jetzt auf der Straße fährst oder auf der Rennstrecke. Das heißt, es hat sich ja alles irgendwo in dein Gehirn manifestiert und es muss sich ja quasi über Tage, über Wochen hinweg ja eigentlich beschäftigt haben, das Thema. Sonst denke ich, ist da gar kein dran denken, dass man da irgendwie weiterkommt in dem Bereich, oder? Ganz klar, genau so ist es. Bei mir kam noch dazu, ich hatte damals über 150 Kilo Gewicht auf den Rippen, ja, als okay. 17-Jähriger. Ich war sehr, sehr stark übergewichtig. Und ja, musst dir vorstellen, Matthias, ich sitze dann neben meinen Kumpels auf der Tribüne in Hockenheim und sage zu den Jungs als 17-Jähriger, 150 Kilo schwerer Mensch, boah, Leute, das hat mich so geflasht. Da willst du auch irgendwann mal fahren, genau in diesem Yamaha R6 Cup, da möchtest du irgendwann mal fahren und am allerliebsten magst du auf dem Podest stehen, gell? Und genau mit diesem Gedankengang und genau mit diesem Gefühl und mit dieser Euphorie und mit dem Ganzen fährst du dann natürlich heim, kommst zu deinen Eltern nach Hause und sagst erstmal, Mama, Mama, ich will jetzt Rennfahrer werden, gell? Ja. Und die denkt sich dann natürlich auch, oh, was ist denn jetzt passiert? Sagt sie, Jung, ich trau dir alles zu, aber dann werd doch lieber Astronaut, ist vielleicht realistischer. Ja, hat dich das dann dementsprechend niedergeschlagen, vermutlich auch, diese Reaktion, oder? Na, was heißt niedergeschlagen, aber ich wusste damals selbst natürlich, dass ich, wenn ich das Ganze erreichen möchte, einen Riesenberg Arbeit und Aufwand und wie soll ich sagen, dass ich viel Arbeit vor mir habe. Und der Gedanke hat mich aber damals nie losgelassen. Das hat mich nie mehr losgelassen. Für mich war ab dem Moment mein allergrößter Traum, du willst mal in diesem Yamaha R6 Dunlop Cup fahren und du möchtest da mal aufs Podest. Und dafür habe ich dann komplett angefangen, natürlich mein Leben umzustellen. Gell? Ich habe dann angefangen, Sport zu machen, meine Ernährung umgestellt, habe nur noch sämtliche Motorradvideos geguckt. Also es hat sich alles vom Herzblut her in ganz, ganz hoher Intensität nur noch um dieses Gedankengut gedreht. Und so hat es dann im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre an Fahrt aufgenommen. Und auch die Familie, die Freunde, dein Umfeld hat gemerkt, da tut sich was. Der Junge, der macht Sport, der nimmt ab. Und ja, so ging es dann über die Jahre immer weiter mit Renntrainings dann auf der Rennstrecke. Ich hatte damals eine Honda CBR 600 Doppel-R, ja. Die PC 37 in der Movistar-Lackierung. Mhm. Da ging es dann los mit Rennstreckentrainings mit Instruktoren vorweg. Und wie gesagt, das ganze Thema Ernährung, Sport und da habe ich mich so eingefuchst und habe dann Step by Step, man sagt ja immer, aller Anfang ist schwer, aber nichtsdestotrotz, egal was du dir in den Kopf setzt, egal was du vorhast, es geht mit einem ersten Schritt los. Ja, ja. Wie ging es dir da, also ich kann nur von mir sprechen, aber es ist die Frage, wie es dir ging. Das klingt ja nach einer Menge Arbeit und ich denke, dass da viele draußen sind, die diesen Wunsch haben, vielleicht auch eventuell übergewichtig sind oder andere Probleme haben, finanzielle Probleme haben, die hast du wahrscheinlich auch gehabt zu dem Zeitpunkt, das war ja nicht zu realisieren mit einem Fingerschnipsen, aber genau. Wie hast du diese Arbeit, in Anführungszeichen,
Wie hast du das gefühlt? Hast du das als Arbeit gefühlt oder hast du durch diesen unglaublichen Faible, dieser unglaublichen Liebe zu dem Sport, zum Motorrad, hast du diese Anstrengungen ausgeblendet dadurch? Ich sag mal, du musst dir vorstellen, Matthias, ich habe in dem Laufe der Jahre dann über 60 Kilo abgenommen. Gell? Wahnsinn. Das ist ein Prozess, der geht Schritt für Schritt. Du hast natürlich mit diesem Wille, mit dieser Einstellung, mit dem Ziel, was du erreichen möchtest, hast du natürlich so eine Motivation, dass es für dich gar keine Frage ist, ob du das jetzt nicht durchziehst. Also so ein Wille, so eine Motivation, so ein Traum, so ein Wunsch, wie du es auch immer nennen magst, wenn du für irgendwas brennst, dann fällt es dir viel, viel einfacher, als ob du nicht dafür brennst, ja. Und egal wie aussichtslos es in manchen Momenten dann doch schien und egal wie schwer es gefallen ist, natürlich hat das mit ganz viel Arbeit und Kampf und allem zu tun gehabt, gar keine Frage, ja. Aber du ziehst das halt einfach durch, weil die Leidenschaft und das Feuer, was in dir brennt, um dieses Ziel zu erreichen, das trägt dich durch die schweren Tage, durch die schweren Phasen durch und gibt dir immer wieder, sag ich mal, in dunklen Tagen Lichtblicke diesbezüglich, ja. Ich kann das so hundertprozentig nachfühlen, dass mir hier wirklich gerade die Gänsehaut läuft, weil ich weiß, wie Ja. das ist, wenn man für was so brennt, da gehst du über Leichen. Du gehst wirklich über Leichen im übertriebenen Sinne. Und mich kontaktieren ja viele Menschen und die sagen, ja, hast du einen Tipp für mich, wie ich das finanziell mache und ich habe die und die Probleme und ich weiß nicht, wie ich es mit der Arbeit hinkriegen soll. Und ich Genau. erzähle da immer nur die Story von mir, die ist natürlich jetzt weiter fortgeschritten, als ich mit Motorrad, Motorsport angefangen habe, Rennstrecke zu fahren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, um mein Ziel erreicht zu haben, ich meine, ich bin noch nicht bei meinem Ziel, aber um da zu sein, wo ich jetzt bin, da habe ich extrem viel Späne hinterlassen. Und die Späne, die haben sich in alle Richtungen gezeigt. Also das sei es finanziell, Ja, als sicher. auch bei Freunde und Bekannten. Also ich habe schon relativ viel verbrannte Erde hinterlassen, quasi, um diesem Hobby, dieser Passion, dieser Leidenschaft zu folgen, rigoros letztendlich, ja. Und ich habe mir nie die Frage gestellt, wie ich das mache. Ich bin im Endeffekt durch die Wand durchgegangen und wenn ich zusammengefallen bin, dann bin ich aufgestanden, bin wieder durchgegangen, bis die Wand weg war. Genau. Und ich sage dann oft Leute, die das nicht verstehen, wie das geht und wie die das machen und die Fragen haben, dann sage ich, dann brennst du nicht hundertprozentig dafür, dann hast du nicht diesen Biss und dir soll das in dem Moment ja gar nicht schwerfallen. Aber ja, es ist natürlich auch die Frage, hast du auch so verbrannte Erde hinterlassen wie ich? Weil ich habe da echt, also puh, ich habe echt verbrannte Erde hinterlassen. Also, das äußert sich natürlich immer anders und ich sage mal, jeder hat da seine eigene kleine Story, gell? Bei mir stand der Freundeskreis und die Familie natürlich schon immer dahinter. Es wurde am Anfang be etwas belächelt oder sag ich mal, belächelt ist vielleicht das falsche Wort, aber es war erstmal so, Mensch, was hat er denn jetzt vor um was geht's denn da jetzt überhaupt? Und gerade auch die eigene Familie, das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Die haben natürlich am Anfang gesagt, Junge, das ist extrem gefährlich, das ist extrem teuer, was hast du denn da vor und so weiter und so fort, gell? Das ist ja nichts Verwerfliches. Ich stelle mir vor, wenn ich ein Familienvater wäre und mein Kind kommt heim und sagt, ja, ich will jetzt Rennfahrer werden und dies und das und jenes. Und da denkt man auch erstmal, boah, wie redet man denn sowas wieder aus? Verstehst du? Ich meine, nicht, dass es mir nicht gegönnt wurde, aber die Risiken, die Kosten und der Aufwand und all das, was damit verbunden ist, natürlich darüber hinaus, das Gesellschaftsbild, wo man die Schule ganz normal abschließt, einen Beruf lernt und dann einfach ins Berufsleben einsteigt oder ein Studium dranhängt, ein Abitur, der klassische Weg, ja, und nicht als 17-Jähriger heimkommt und sagt, ich will jetzt Rennfahrer werden, ja. Deswegen war es auch ganz, ganz wichtig, dass ich meine Schule voll durchziehe, dass ich natürlich meinen Beruf erlerne und meinen ganz normalen Gang gehe. Und das habe ich auch alles gemacht. Ich habe Groß- und Außenhandelskaufmann gelernt. Ich habe dann mein kaufmännisches Fachabitur hinterher fertig abgeschlossen. Ich war dann tätig als Kaufmann im Büro,
bevor ich dann im Außendienst war. Und es stellte sich auch für mich nie die Frage, ob das mal mein Beruf werden sollte. Ja, für mich war dieses, ich möchte Rennfahrer werden, natürlich ein Hobby- und Leidenschaftsding, aber mir war auch klar und es stellte sich gar nicht die Frage, ich lerne einen ganz normalen Beruf, ich ziehe das durch, ich verdiene mein Geld, weil nur mit dem Geld, was ich verdiene, kann ich dann dementsprechend meiner Leidenschaft nachgehen und kann Motorradrennen fahren. Ja, ja. Ja. Und hast du das ausschließlich über deinen Job finanziert, dieses Motorradfahren? Nein, ich habe mich sehr, sehr früh um Sponsoren gekümmert. Ich bin schon damals dann immer wirklich losgezogen und das fing hier im engsten Dunstkreise an, dass du hier wirklich bei Firmen von Freunden, bei Firmen von Bekannten, bei Firmen hier im Ort und im Umkreis, dass du da wirklich hingehst und sagst den Leuten, nimmst die Leute mit auf die Reise und sagst ganz offen und ehrlich, was du vorhast. Ja. Und mein Plan war ja nie irgendwie ein Rennfahrer zu werden, der das beruflich macht, sondern das war meine Hobby und meine Leidenschaft und meine Passion, wo ich gesagt habe, Mensch, Leute, wie sieht's aus? Ich möchte eine Saison Rennen fahren. Das war damals die Seriensportmeisterschaft, die Deutsche, mit der es angefangen hat. Mhm. Und ich habe gesagt, ich möchte Motorradrennen fahren. Wie sieht's aus? Könnt ihr mich ein bisschen unterstützen? Und so hat sich das nach und nach aufgebaut. Da kam der Metzger hier im Ort, der hat mir dann das Fleisch mitgegeben. Der Rewe aus ein paar Ortschaften weiter, der hat mir dann Getränke zu jedem Rennen mitgegeben. Hier unten unser Bernd Ruber, wie schon angesprochen, über den ich zum Yamaha Cup gekommen bin, der ist auch selbstständiger Unternehmer, der hat dann die ersten Euros mit reingeworfen in den Topf. Ja. Ja. Und so hat sich das nach und nach aufgebaut und das ist eine Akquise und das ist eine Fleißarbeit und so gehst du dann wirklich rum, auch wo ich noch nichts vorweisen konnte damals, aber so bin ich dann wirklich mit meinem Klingelbeutel rumgegangen und habe die Leute darüber informiert, die Firmen darüber informiert, was ich mache, ja, und habe darum gebeten, ob sie mir nicht ein paar Euro dazu sponsern möchten. Und da hast du natürlich zu dem, was du verdienst, auch noch Sponsoreinnahmen, ja, und was ein ganz, ganz wichtiger und intensiver Faktor war im finanziellen Bereich, war meine Großmutter, meine Oma Helmi, die auch über die ganzen Jahre auf sehr vielen Rennen dabei ist und war und mir dann ein Schirmchen gehalten hat. Mhm. Die hat damals zu mir gesagt, Mensch, Jung, man sieht, du machst was. Die hat sich, die ganze Familie war ja damals immer besorgt, wo ich so stark übergewichtig war. Ja. Und auf einmal fängt der Junge an und brennt für etwas und auf einmal siehst du wirklich, der nimmt immer mehr ab und in der Schule geht's voran, im Beruf geht's voran und alles dreht sich ins Positive und der Junge entwickelt einen Ehrgeiz. Und dann hat die Oma, meine Großmutter, die Oma Helmi, gesagt, finde ich super, was du hier für einen Elan an den Tag legst und wie du dafür brennst und wie du Gas gibst und dein Leben richtig aufsattelst und diszipliniert, ja, durchziehst. Und dementsprechend war sie dann natürlich auch bereit dafür und hat das Ganze finanziell unterstützt. Und ich sage ganz offen und ehrlich, ohne meine Oma Helmi wäre es über die ganzen Jahre, bis das zum Beruf von mir wurde jetzt, ja, so intensiv gar nicht gegangen. Wow. Ja, Respekt an die Oma Helmi in dem Satz auf jeden Fall. Man sieht, man muss dafür richtig, richtig arbeiten und ich merke das ja selber. Auch wir jetzt rufen natürlich gern an die Zuhörer auf, ein bisschen was zu sponsern. Wir haben unten einen Link, einen PayPal-Link. Und wenn es nur 1 Euro ist oder 1,50 Euro oder 2 Euro, je nachdem, wie viel jemand geben kann, auch für unsere Arbeit hier jetzt, dass wir euch unsere Geschichte preisgeben und vermitteln und vielleicht auch den einen oder anderen motivieren da draußen, anhand der Geschichte von dem Christoph, zu sehen, wie viel Herzblut da dahinter stecken kann und was möglich ist, wenn man denn will, ja. Und vor allem in Zeiten dieser, wo wir jetzt hier in unserem Bunker sitzen und nicht rausgehen dürfen, heute wurde die Ausgangssperre mehr oder weniger verhängt vom Söder in Bayern, würden wir uns auf jeden Fall um eine kleine Spende freuen, per PayPal einfach dazu schreiben, 50 und Matthias, dann würden wir das auch untereinander gerne aufteilen. Dann können wir sowas auch öfter machen. Ich denke, da brauchen wir kein Skrupel haben, das hier zu erwähnen. Gell? Ja, das hast du schön gesagt. Klar, momentan in dieser schwierigen Phase rund um das Coronavirus, was die ganze Welt betrifft,
würde ich sagen, ist man viel mehr aufeinander angewiesen, dass man sich einfach gegenseitig so gut unterstützt, ja, so gut unter die Arme greift, wie es geht. Du siehst das ja, manche Gewerke, manche Bereiche können noch ganz normal weiterarbeiten und andere Zweige, Berufszweige hat es voll erwischt. Ja, ja, so wie uns eigentlich, ne? Wir können nicht arbeiten, wir sind absolut arbeitslos im Endeffekt. Ja, es ist schwierig. Die ganzen Pitbike-Veranstaltungen dürfen nicht ausgeführt werden, die Renntrainings dürfen nicht ausgeführt werden, Testfahrten und redaktionelles, alles, was dahinter hängt mit Veranstaltungen, können wir gerade nicht ausführen. Was mir bleibt, ich kann im Office ein paar Sachen machen. Ich habe den Pitbike-Handel noch und Ersatzteilhandel. Aber da ist ja jetzt zu Corona-Phasen natürlich auch jetzt nicht der Höchstbetrieb. Logischerweise, wer kauft jetzt schon was ein? Die sitzen alle zu Hause. Der könnte jetzt schon was kaufen, aber er sagt, ich kann es ja gar nicht nutzen. Also was bringt es mir? Ne? Also das ist im Endeffekt eine tote Zeit. Und das war auch die Idee hier für den Podcast. Und wir haben auch noch eine Frage aus deinen Followern oder aus meinen Followern für die Zuhörer, die mir beantworten. Und wir möchten auch gern auffordern, schreibt es unten in die Kommentare rein, was ihr über die Thematik Motorrad gerne hier wissen möchtet. Das ist ein neues Format von mir. Hier gibt es kein Video. Das heißt, wir können hier in Unterhose im Wohnzimmer, im Corona-Bunker sitzen quasi und können euch einfach ein bisschen unterhalten und auch ein bisschen auf positive Gedanken bringen. Also schreibt es gerne unten rein, diskutiert es ein bisschen mit uns. Wie war euer Einstieg in die Motorradbranche, in die Motorradszene? Vielleicht gibt es auch ein paar, die wo sagen, also mich schreiben sehr viele an, die sagen, hey Matthias, was kann ich machen, um mir das Ganze zu finanzieren? Und letztendlich stand ich ja auch vor dieser Frage. Ne? Ich habe das hobbymäßig angefangen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe mehr Schulden gemacht zu dem Zeitraum, als ich Motorradfahren angefangen habe, als ich Geld verdient habe, weil der Fable so enorm war. Ne? Das war ja unbändig, da war ich ja absolut schmerzfrei und da habe ich Sachen ausgegeben, da würde ich sagen, das ist ja komplett behindert im Endeffekt. Und dann habe ich natürlich Mittel und Wege gesucht, um das irgendwie refinanzieren, um mir das Hobby zu finanzieren. Und daraus wurde halt jetzt ein Beruf, ne? Wie es bei dir halt auch ist. Aber da gibt es Möglichkeiten und das Beispiel von Christoph von dir, das ist halt so prägend eigentlich, wie das Ganze losging, dass man halt sagt, okay, ich gehe jetzt hausieren beim Metzger, bei der Baufirma aus der Nachbarschaft und frage da wirklich um ein Sponsoring. Da gehört schon was dazu und ich denke, wenn halt so ein 18-jähriger Junge, der dafür brennt und wo man sieht, der macht was, vor meiner Nase stehen würde und würde sagen, hey, der, wenn zu mir heimkommen würde und würde sagen, kannst du mir irgendwie helfen, dann würde ich dem auch helfen. Aber ich kriege teilweise auch plumpe Anschreiben, so nach dem Motto, oh, kannst du mich unterstützen und ich fahre da an. Ja gut, klar, also weißt schon, ne, es ist natürlich ein Unterschied. Vielleicht soll man wirklich mal rausgehen und die Augen ein bisschen aufmachen. Ich glaube, da gibt's viele, viele Möglichkeiten. Absolut richtig. Und ich sage auch immer, der Ton macht die Musik. Ja. Und letztendlich ist das Ganze, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, mit einem ersten Schritt zu starten. Viele sehen da immer so eine Riesenhürde und fangen aber gar nicht erst mal an. Man muss einfach den ersten Schritt gehen. Und ich sage immer, jeder kann sehr, sehr, sehr viel mehr schaffen, als er je denkt. Weißt du? Mhm. Das ist so ein Punkt, ich habe es damals bei mir, ich liebe es, Leute zu motivieren und zu pushen und ich nenne dann, wenn Leute sagen, ja, aber ich schaffe das nicht, ich habe jetzt einen Kollegen und einen Bayerischen auch, da habe ich einen Ernährungsplan geschrieben, ja. Ich erstelle den Leuten Trainingspläne und mach so viel im Bereich Motivation, Ernährung, Sport, was vor 12, 13 Jahren noch gar nicht auszudenken gewesen wäre. Das war einfach kein Thema, ne? Nee, um Gottes Willen. Und du musst immer überlegen, wie toll sich das über die Jahre entwickelt hat, dann nachher mit gewonnenen Meisterschaften. Ich habe den Suzuki G6R Cup gewonnen, den Boxer Cup gewonnen. Ich bin Langstrecken-Weltmeisterschaft für BMW im 24-Stunden-Rennen mitgefahren. Ja. Und was ich vorhin vergessen habe zu sagen, diesen Traum, den ich hatte mit diesem Yamaha R6 Cup, einmal aufs Podest fahren in dieser hohen Rennserie, genau acht Jahre später hat es tatsächlich funktioniert und ich stand in diesem besagten Cup bei
fast 40 Konkurrenten aus Wahnsinn. acht Nationen auf dem Podest, ja. Wahnsinn. Auf welcher Rennstrecke war das? Das war am Lausitzring. Ah ja, okay. Das war am Lausitzring und das ist halt so ein Punkt, wo viele sagen, Mensch, mir schreiben manchmal 16-Jährige, 18-Jährige, 20-Jährige Jungs, die sagen, ja, aber ich bin doch für den Einstieg in den Rennsport schon viel zu alt. Da muss man ja mit 3, 4 anfangen. Und deswegen sage ich, nein, muss man nicht. Das meiste, und das ist aufs ganze Leben betrachtet, findet im Kopf statt. Und Ja. wenn ein Mensch die richtige Einstellung, das Mindset, die Leidenschaft dazu hat und hat sich ein Ziel gesetzt, dann kann, ich sage immer, nicht alles, aber sehr, sehr viel mehr Ja. funktionieren und man kann sich sehr, sehr viel mehr verwirklichen, als dass man das je gedacht hätte. Ich hätte auch nie gedacht, dass aus diesem Gedanken mal irgendwann mein Beruf wird, Ja, ja. ja. Und das ganze Sponsor- und Geldthema, da kriege ich auch, wie du eben schon gesagt hast, oft Anfragen, häufig Anfragen, Mensch, Fifty, wie finanziert man sich sowas, wie schafft man den Einstieg? Und ich sage einfach, auf der einen Seite, geht fleißig zur Arbeit, macht eure Schule, macht eure Ausbildung, Studium, whatever, geht fleißig zur Arbeit, verdient eure Kohle und darüber hinaus lasst euch Sachen einfallen, Ja, ja? Geht ja. zu Sport, geht zu Firmen, fragt an, seid kreativ, Ja, ja? ja. Das Ist so. funktioniert super. Und so mache ich das heute mit Sponsoren und Partnern noch ganz genauso jetzt mit meiner Academy, mit meiner Pitbike-Schule, mit meiner Nachwuchsförderung. Ich habe auch aus der Industrie einige Sponsoren und Partner. Aber nicht, weil ich zu Hause sitze und Däumchen drehe, sondern weil ich was mache, weil ich was tue. Ich biete den Leuten was an, eine Zusammenarbeit, eine Kooperation, wir machen gemeinsame Projekte. Das hat ganz, ganz viel mit Machen, machen, machen zu tun, kreativ sein und einfach losgehen und fragen. Und wenn man hier in Deutschland für Rennsport Geld sucht, natürlich sucht man da die Nadel im Heuhaufen. Absolut. Aber wenn ich 1000 Firmen anfrage, nur dann kann ich eine Antwort kriegen. Und wenn von diesen 1000 Firmen 2 zusagen, sind es immer noch mehr, wie als hätte ich keine gefragt. Ja, und da kommen wir auch zu was, was vielleicht so eine, mal abgesehen vom Motorsport, allgemein so eine Lebenseinstellung ist. Und Absolut. ich denke, dass es heutzutage sehr schwierig ist, zu diesen Sprung zu schaffen in so eine eigene Kreativität. Wenn wir jetzt mal von der Normalität ausgehen muss, die Normalität ist, ich mache eine Berufsausbildung, ich bin Facharbeiter in einer Firma aus irgendwas oder ich bin in der Fabrik. Die Gefahr ist meiner Meinung nach, man rutscht in so ein Karussell rein und ist in so eine Komfortzone. Man macht das so und so viele Stunden. Und das Problem ist meiner Meinung nach, egal wie viel man letztendlich leistet oder wie gut oder wie schlecht oder mal wie müde man ist im Endeffekt, es kommt immer das Gleiche bei raus. Und man kriegt am Ende des Monats oder am Anfang des Monats immer die gleiche Kohle im Endeffekt. Das ist so der Durchschnitt, sage ich jetzt mal. Und das will ich denjenigen gar nicht böse, im Gegenteil. Man versumpft da so ein bisschen und man weiß gar nicht, was man jetzt machen soll, um aus diesem Karussell rauszukommen, weil die Kreativität in dieser Phase verloren geht. Und da komme ich im Endeffekt zu dem Entschluss, dass das Gefährlichste, was man eigentlich tun kann im Leben, ist, es sicher zu tun oder die Sicherheit zu bewahren. Ja? Weil in der Sicherheit wirst du nie aus dem Arsch kommen. Und bei mir war das so, ich musste, bin in der Selbstständigkeit, ich bin hoch, ich bin runter, ich bin hoch, ich bin runter, ich habe 100.000 Schulden gehabt, habe 100.000 Überschuss gehabt, habe 100.000 Schulden gehabt. Und irgendwann habe ich gesagt, so, und jetzt habe ich die Schnauze voll und jetzt muss ich was machen. Und ich musste, weil wenn ich nicht gemacht hätte, dann wäre ich heute nicht mehr existent als Geschäftsunternehmer, als Selbstständiger. Das heißt, mir blieb Genau. einfach nichts anderes übrig. Aber dieses Mindset entwickelst du nicht, wenn du in deinem Automatismus, in deiner Komfortzone bist. Aber wenn jemand da draußen einen Wille hat, eine Passion hat und das als Vorwand jetzt zum Beispiel der Motorsport ist und das ausleben will, alles in der Welt, alles dafür tun will, dann gibt es da immer eine Möglichkeit, das zu finanzieren und auch, sage ich mal, sogar vielleicht damit Geld zu verdienen. Das ist so meine Meinung. Das sehe ich genauso, das hast du schön gesagt. Und da muss ich noch hinzufügen, egal was jemand tut, egal was, ob er jetzt fest angestellt ist irgendwo, egal in was für einem Beruf, ob als, weiß ich nicht,
Friseur, Handwerker, Kaufmann, egal als was, wenn jemand zufrieden und glücklich ist, ist alles schön und gut. Ja. Es soll jeder das gerne machen. Es soll jeder das gerne machen, was er möchte, ja, wo er dafür brennt. Und wenn man irgendwo in einem Berufsdasein ist und man ist wohlauf zufrieden und alles ist schön, dann ist das toll. Aber wenn man was anderes möchte, wenn man was anderes machen möchte, wenn man irgendwie im Bauchgefühl so Kribbeln verspürt und wie du schon gesagt hast, man möchte sich irgendwo weiterbilden oder man möchte was anderes machen, man möchte über den Tellerrand hinausschauen und was, sag ich mal, was irgendwas machen, was vielleicht ein bisschen risikobehafteter ist. Wie du schon sagst, dann fängt man mit einem ersten Schritt an und da muss man aus dieser Komfortzone ja. dann einfach mal rausgehen. Ja, das ja. ist irrsinnig das schwierig. Sehr, sehr schön ausgedrückt. Irrsinnig schwierig. Und ich habe diese Gespräche, diese Diskussionen mit meiner Frau, die steht da gerade so in so einem Übergang, ist ja auch selbstständig. Und ich kenne das, jedes Mal, wenn ich irgendwas, theoretisch ist es ja so, ich müsste ja theoretisch heute nicht arbeiten. Es ist ja keiner da, der sagt, du musst heute arbeiten, ne? Du musst von 8 bis 17 Uhr. Und es ist jeden Tag aufs Neue, muss ich mich in meinen Arsch treten und muss sagen, nee, ich mache jetzt genau das, auf was ich am allerwenigsten Bock habe. Na klar. Und es ist so schwierig. Es hat ganz viel mit Eigendisziplin zu tun. Wenn du dein eigener Herr bist, dein eigener Chef bist, dann hast du eine hohe Eigenverantwortung und dementsprechend brauchst du auch eine hohe Eigendisziplin. Ja, absolut. Ja. Und das ist... So wie auch im Motorsport. Die Disziplin ist ja auch hoch. Da geht es ja los, wenn du mal Langstreckenrennen fahrst und 40 Minuten am Stück fahren musst. Da habe ich jetzt vor kurzem erst wieder Diskussionen mit welchen gehabt, die wollten das Rennen gut quasi absorbieren und dann habe ich gesagt, okay, es ist 2 Stunden, ihr müsst 2 Wechsel machen, also jeder 40 Minuten. Ja, 40 Minuten kann ich nicht am Stück fahren. Ja, sage ich, dann habt ihr aber keine Chance. Ja, genau. Aber die anderen, da sind bestimmt ein paar dabei, die machen nur 2 Wechsel. Sage ich, ihr müsst, um überhaupt konkurrenzfähig zu sein, müsst ihr 40 Minuten am Stück fahren. Ja, aber es ist so heiß. Sage ich, pass auf. Du fahrst jetzt nicht mit 90 oder 100% deiner Leistung diese 40 Minuten, sondern du fahrst mit 70% deiner Leistung. Und dann wirst du dir nach 25 Minuten denken, ach du Scheiße, wie soll ich denn jetzt noch so viele Runden fahren? Ja. Und ab der 30. Minute wirst du dir denken, ja, jetzt geht's eigentlich. Und ab der letzten Runde wirst du dir denken, hey, ich könnte noch 5 Runden fahren. Und glaub mir, genau das wird eintreten. Aber dann ist erstmal diese 5 Minuten dabei, die verdammt lang sind, wo du dir denkst, ich kann nicht mehr. Ja? Und da ist genau so eine Art Eigendisziplin notwendig, so wie als im Trainingsfaktor, als in einem Sprintrennen oder auch mal vielleicht das Rauchen aufzuhören fürs Motorradfahren, was ich zum Beispiel gemacht habe. Das ist ja auch eine Disziplin, wo ich gesagt habe, hey, ich kriege das nicht auf die Kette, 10 Runden am Stück zu fahren. Also muss ich das Rauchen aufhören, habe ich dann auch gemacht. So nebenbei, du bist ja so ein Gelegenheitsraucher, gell? Ja, absolut. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, das hat so viel, wie du schon sagst, das hat so viel mit Kopfsache und Einstellung und Motivation zu tun, wo man einfach, sag ich mal, Berge versetzen kann oder wo man sich selbst mehr zutrauen kann, als man sich selbst mehr zutraut, ja. Wo du gerade bei dem schönen Beispiel Langstreckenrennen bist. Ich bin damals ins kalte Wasser gestoßen worden und bin, ohne dass ich eigentlich wusste, was auf mich zukommt, für BMW in der Langstrecken-Weltmeisterschaft für ein Privatteam von BMW, NRT Völker war es damals, 2016, bin ich beim 24-Stunden-Rennen als Fahrer eingesetzt worden. Ja. So, und du fährst 24 Stunden mit 3 Fahrern im Team. Und gewechselt wird nach 1 Stunde. Das heißt, jeder von diesen 3 Fahrern fährt innerhalb von 24 Stunden 8 mal 1 Stunde. Das ist unglaublich eigentlich. Ist unglaublich. 8 mal 1 Stunde. 8 mal 1 Stunde. Matthias, weißt du, was das heißt? Dir bluten nachts die Hände. Ja, dir ja. tut alles weh. Dein Schaltzeh durch den Stiefel fängt das Fleisch an zu bluten, weil es so aufgerieben ist. Und du bist irgendwann mitten in der Nacht um 3 völlig erschöpft, völlig platt und denkst dir, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, das geht nicht mehr. Ja. Und dann weißt du aber, oh fuck, es ist gerade erst die Hälfte dieses 24-Stunden-Rennens rum. Ja? Und das
untermalt nochmal so, was du eben so schön gesagt hast. Es geht immer mehr, als man denkt. Ja. Man muss einfach nur aus dem Pushen kommen und man muss immer wieder Tag für Tag aus seiner Komfortzone raus, egal bei was, ja. Und dann sagt jemand, ja gut, aber bei diesem 24-Stunden-Rennen, ja gut, ihr seid ja auch Profis und ihr macht ja auch den ganzen Tag nichts anderes wie Sport. Ey, wenn ich ein freies Wochenende habe, dann bin ich auch immer mit meinen Jungs ein Saufen und rauche Schachtel Zigaretten dazu. Verstehst du, wie ich Ja, meine? ja. Das ist, aber auf der anderen Seite bin ich auch sehr, sehr streng zu mir selbst und mache regelmäßig Sport. Und auch wenn man nicht jeden Tag Lust auf Sport hat, Ja. und auch wenn man ganz oft sagt, ach nee, heute geht nicht, weil heute hatte ich stressig. Man erwischt sich ja selbst dabei, wie man jeden Tag immer wieder den Kampf gegen den eigenen Schweinehund hat. Ja? Ja. Aber am Ende des Tages, Machen kommt von Tun. Am Ende des Tages zahlt sich Arbeit aus. Und ich bin da ein Fan davon, Matthias. Ich sage immer, das Leben sollte privat und beruflich in der goldenen Mitte stattfinden. Ja, Nur absolut. Sport machen, nur auf die Fresse, nur Vollgas, nur das hat keinen Wert. Aber nur Faulenzen hat auch keinen Wert. Ja? Ja. Und wenn du irgendwie so eine goldene Mitte für dich selbst entwickelst, wo du dir sagst, Mensch, auf der einen Seite gönne ich mir mal was, auf der einen Seite esse ich auch mal einen Burger, auf der anderen Seite rauche ich auch mal eine Zigarette und gehe mal einen trinken und mach mal alles, was Spaß macht. Wir sind ja kein Museum, wir sind Menschen, ja. Ja. Und auf der anderen Seite ist man aber streng zu sich selbst, nimmt die Zügel in die Hand, macht regelmäßig Sport, macht fleißig Sport, ernährt sich gesund, achtet darauf, dass man viel Wasser und Tee trinkt, macht vielleicht einmal eine schöne Meditation. Schaut mal über den Tellerrand hinaus, guckt, dass man einmal halbjährlich mal ein großes Blutbild macht, wo man mit dem Doktor mal bespricht, wie sind die Blutwerte, muss man vielleicht einmal hochdosiertes Vitamin nehmen, oder, ja, also das Thema Gesundheit ist ein wichtiger Punkt, Thema Gesundheit, Sport, Motivation, eigene Schweinehund überwinden, das ist ganz, ganz wichtig, aber auf der anderen Seite darf man auch nicht in so einen Strudel geraten, wo man sich gar nichts mehr gönnt. Mensch, wenn die Ja, Tafel absolut. Schokolade da liegt, dann gönnt sie dir halt, ja. Ja. Aber auf der anderen Seite, ich fahre ein Langstreckenrennen, mir tut nach 30, 40, 45 Minuten alles weh. Scheißegal, der Turn, der Stint, der geht eine Stunde, das interessiert dann nicht. Und Ja. man merkt, wenn man immer wieder über seine eigene Komfortzone hinausgeht, darüber hinausgeht, egal ob privat oder beruflich, was das für ein tolles, befriedigendes Gefühl ist, wenn du merkst, Chaka, ich wollte heute nicht 10 Kilometer laufen gehen, ich war aber 12. Ja, Ja, absolut, ich oh, ich kenne dachte das. nach 30 Minuten, ich kann nicht mehr fahren, bin aber eine Stunde am Stück auf der Rennstrecke gefahren, Ja. ja, habe meinen Stundenturn durchgefahren. Oder. Oder wenn du sagst, boah, pf, keine Ahnung, du verstehst, was ich meine. Ja, was hast du da für einen Tipp für einen Zuhörer, der das kennt, wenn er so ein Hobby-Langstreckenrennen fährt? An was denkst du, wenn du, meine, du bist jetzt zwar in der Langstrecken-WM so einen Stundenstint 8-mal gefahren, aber an was hast du währenddessen teilweise ge dabei gedacht, wo du dir denkst, so, ach, ich kann nicht mehr, das Gefühl, wenn kommt, so, oh, scheiße, jetzt wird es gerade anstrengend, boah, wie soll ich denn das jetzt überwinden? Was machst du da dagegen, dass du weißt, okay, ich kann die Stunde durchhalten, und was würdest du jemandem auf den Weg geben? Ich hab mir dann, es gibt ja in so einer Stunde gehst du ja durch verschiedene Bereiche in deinem Ja, Kopf, ja. ja. Aber wenn ich gemerkt habe, oh Mist, jetzt fällt es mir schwer, jetzt fällt es mir schwer, jetzt wird es anstrengend, jetzt, boah, jetzt würdest du gern rausfahren, aber buf, es sind immer noch 8 Runden, ja, es sind immer noch 10 Runden oder was, ja, nur so als Beispiel. Dann habe ich versucht, mir immer andere Hausaufgaben aufzugeben. Jetzt achtest du mal 3 Runden lang nur ganz gezielt auf deine Blickführung, also nur auf die Blickführung. Jetzt achtest du mal ganz gezielt nur darauf. Also ich hab mir so Hausaufgaben aufgestellt und so kleine Aufgaben gegeben, dass ich quasi mich von diesem Gedanke, ich kann nicht mehr, ablenke. Ja, okay. Verstehst du? Ich habe versucht, verschiedenste Dinge in meinem Ablauf, in meinem Fahrablauf, in meiner Blickführung, in meiner Körperhaltung, Gas, Bremse. Jetzt achtest du mal noch mehr drauf. Also konzentrierst du dich nur drauf, dass du überall fast keine Rollphase hast. Bremsen, schön bis in den Scheitelpunkt rein, sauber hochbeschleunigen, Motorrad aufrichten. Also diese Automatismen, die du in so einem
die du in so einem Stint sowieso machst, ja, dass du aber noch intensiver drauf achtest, okay, dass du noch mehr versuchst, jetzt Blickführung, okay, jetzt Gasbremse, das. Also ich habe mir versucht, immer Runde für Runde Hausaufgaben aufzugeben, wo du jetzt ganz genau drauf achtest. Jetzt achtest du mal ganz auf deine Atmung. Sind die Hände schön locker? Ist der Oberkörper schön locker? Also ich habe versucht, verschiedene Bereiche dieser Gesamtfahrtechnik, dieses Gesamtkonzepts, immer wieder einzelne Bereiche anzuleuchten und mich komplett darauf zu fokussieren. Und dann hast du auch gemerkt, dass dieser Punkt zum Überwinden auf einmal dann gegangen ist quasi, ne? Ja, auf alle Fälle. Mhm. Auf alle Fälle. Das ist dann so. Du bist dann von diesem Schmerzgedanke, von diesem, oh, mir tut der Rücken weh oder oh, ich kann nicht mehr oder oh Mist, ich will jetzt in die Box, weil ich bin fix und alle. Von diesem Gedanken bist du ja wieder abgelenkt. Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist genau wie wenn du joggen gehst. Das ist genau dasselbe. Du gehst joggen und das ist ein Automatismus. Du joggst erstmal drauf hin, ja. Aber wenn du dann nach, keine Ahnung, 8, 9, 10 oder 5 oder wie viel auch immer Kilometer denkst, oh, jetzt zwickt's mir hier, ich gehe jetzt mal ein paar Meter, erwischt man sich ja immer dabei, dass man sagt, ah, jetzt mache ich mal ein paar Meter langsam, ist ja wurscht, dann dauert's halt heute ein paar Sekunden länger. Ja. Und wenn man sich da ablenken möchte und sagt, nein, es geht ganz normal weiter und dann hast du beim Joggen auf einmal drauf geachtet, ah, rolle ich auch den Fuß schön ab, was machen eigentlich die Arme, wie drehe ich eigentlich meinen Rumpf, wie atme ich eigentlich und so weiter und dann auf einmal dachtest du, okay, jetzt warst du ja doch wieder über diese Hausaufgaben, die du dir währenddessen aufgegeben hast, über dieses gezielte auf irgendwas achten im Ablauf, warst du ja doch wieder so im Flow drin, dass du gar nicht gemerkt hast, dass du jetzt doch noch eine halbe Stunde oder Stunde oder was durchgezogen hast. Ja, sehr interessant. Also an die Zuhörer, da hört es mal richtig was aus jemandem, der es gelernt hat, durchzubeißen. Ich hoffe, das kann den einen oder anderen motivieren, auch mal in so Situationen den Schweinehund zu überwinden. Also mich motiviert es auf jeden Fall. Ich glaube, ich kann das auch ganz gut, vielleicht nicht so gut wie der Christoph. Ich glaube, du kannst das besser als ich. Ich kann vielleicht andere Sachen. Ja, ich muss dich jetzt, ich meine, ich bin heute dein Gesprächsgast, Matthias, und du hast mich jetzt schon einige Male in dem Gespräch gelobt. Vielen Dank für die Blumen. Das ist ganz lieb von dir, dass du das so wertschätzt und so siehst. Aber jetzt muss ich dich auch mal zurückloben, mein Freund. Wir haben uns richtig kennengelernt haben uns 2019 am Hockenheimring, gell? Ja, ja, ja. Und dann haben wir uns ganz intensiv unterhalten und haben uns ausgetauscht und so weiter. Also was du in kürzester Zeit dir aufgebaut hast in diesem Zweiradbereich, wenn ich deine Videos schaue, ganz, ganz großes Kino, deine Videos informativ, super gemacht, gefällt mir richtig gut. Und auch was du dir in kürzester Zeit in diesem Zweiradbereich, in diesem Rennsport für Skills angeeignet hast, und was du von der Technik her ein toller Motorradfahrer bist. Also Hut ab, wirklich, das ist kein Geschleime. Ich bin immer ein Mann offener, ehrlicher Worte. Ja. Ich sage immer das, wie ich es denke. Was du dir da in kürzester Zeit aufgebaut hast und da kann ich echt nur mich davor verbeugen, finde ich absolut super, Matthias. Und das hat absolut seine Daseinsberechtigung, was du da machst, deine ganzen Coachings, weil du bist ein super Motorradfahrer, du durchleuchtest sämtliche Techniken bis ins Kleinste und es macht mir ganz, ganz viel Spaß, mit dir zusammenarbeiten und auch unsere Projekte, die wir für die Zukunft gemeinsam vorhaben. Ja, danke. Kann ich den Zuhörern da draußen nur mal mit auf den Weg geben, finde ich bombastisch. Danke, dass du mich da so lobst. Riding School. Es ist natürlich, wie du schon heute auch gesagt hast, wenn man für was so brennt, gell, dann fällt einem das selber gar nicht so auf. Also das ist tatsächlich so, dass ich sitze teilweise nächtelang oder bis spät in die Nacht von morgens weg am Computer und schneide Videos und mache dies, mache jenes und Brainstorming, versuche neue Dinge herauszufinden etc. Analysiere Fahrer. Ich glaube, dass ich Stunden damit verbringe, Videos anzusehen von GP-Fahrern, von Superbike-Fahrern, das zu analysieren, ist ja abartig. Dass die Frau schon oft sagt, spinnst du?
du sitzt schon 16 Stunden, ohne dich zu bewegen auf diesem Stuhl. Was sage ich, 16? Wie spät? Und mir fällt das gar nicht auf. Und dann sage ich 4 Tage später, ich habe so Rückenschmerzen, ich weiß gar nicht warum. Sagt sie, du weißt nicht warum? Kannst du mal aufstehen wieder oder kannst du mal was anderes machen wieder oder geh mal raus oder also ich habe immer so. Du bist dann so in deinem Workflow drin. Ja, ja. Du bist dann so in deinem Workflow drin und ja, das ist alles Mindset und Einstellung. Genau, das fällt mir dann teilweise gar nicht auf, dass es anstrengend ist, obwohl es anstrengend ist. Und das ist auch das, da draußen, wenn irgendjemand ist, der eine Passion hat, der eine Leidenschaft hat, wenn du dafür brennst, dann fällt es dir gar nicht auf, wie anstrengend es eigentlich ist und dann gibt es auch einen Weg dafür. Und jetzt sind wir natürlich ein bisschen vom Thema abgewichen, aber ich denke, dass es auch für den einen oder anderen sehr interessant ist, ein bisschen ein Einblick. Du hast noch eine Frage von einem Follower von dir, die würden wir noch gerne beantworten, denke ich. Genau, ist ein ganz interessantes Thema. Ich habe einige Fragen bekommen, du hast gesagt, ich soll eine rauspicken. Ja, die anderen heben wir uns fürs nächste Mal auf, es dürfen auch gerne welche dazukommen. Genau, ich würde sagen, wir bearbeiten verschiedene Themenbereiche und dann können wir mal so ein Question and Answer Podcast einbauen. ja, die eine Frage war tatsächlich, was hältst du von Elektromotorrädern beziehungsweise E-Sportarten? E-Mobilität, alles rund ums Thema. Ja, gerade jetzt auch auf der Rennstrecke, die Moto-E-Rennserie und so weiter, was ich davon halte, ist es Zukunftsmusik oder ist es ein Trend und was meine persönliche Einstellung dazu ist? So war die Frage so in dem Bereich. Ich habe es jetzt nicht genau vor mir, aber ja. Das war so die Message in der Frage. Also wenn du mich jetzt fragst, ich denke zum einen, ja, es ist im Moment ein Trend. Ja, es hat bestimmt für die Zukunft eine Berechtigung. Das ist das eine. Das andere ist, persönlich gesehen, ist es für mich emotionslos. Wenn wir vorher vom Zugang oder am Anfang des Podcasts vom Zugang zum Motorrad gesprochen haben, dann hat für mich ganz groß, ganz signifikant diese Leidenschaft dazu beigetragen an Geräusch und an Geruch. Allein die Tatsache, wie ein Motorrad riecht. Du weißt es, wenn du in deine Garage gehst und riechst das Motorrad, wenn du das anstartest, du riechst die Abgase. Na klar. Dieser Nagel, der da im Kopf vorhanden ist, diese Gefühle zu spüren und zu analysieren, die Tatsache, den Schlüssel umzudrehen, den starken aufzudrücken, du weißt, was ich meine. Wie macht's, Matthias? Wie macht's? Ich hätte das gerne bitte nochmal gehört. Okay. Also beim zweiten Mal war der Anlasser jetzt, aber fand ich nicht ganz so stark. Das stimmt, ja, weil auf Kommando geht es nicht so gut. Aber du weißt, was ich meine. So, das fehlt einfach. Absolut. Und klar mag es seine Berechtigung haben, die haben Drehmoment und das ist toll und da kann man ganz viel Leistung rausholen und so. Ja, aber ich hätte lieber 50 PS weniger und dafür hätte ich einen Sound, ja. Ja, und genau. Für mich ist auch ganz klar das Thema, ich habe mir in Valencia, wo ich in der Moto 2 beim Lukas Tulovic als Riding Coach letztes Jahr beim Finale dabei war, da habe ich mir die Moto E aus nächster Nähe angeguckt. Ja. Und das erste Wort, was mir einfiel, war, boah, abgespaced. Ja. Irgendwie so abgespaced, ja, weil es was ganz anderes ist, so irgendwie so die Dinger zischen vorbei und du hörst dann nur so, du hörst mehr oder weniger einfach nur einen Windzug, ja? Ja. Und das ist abgespaced, das ist neu, das ist komisch, das ist anders. Ich habe mir meine Gedanken drüber gemacht und ich habe für mich ganz klar entschieden, für mich, gerade im Bereich Motorsport, ja, diese Emotionen, von denen der Motorsport lebt, ja, und diese Leidenschaft, diese Emotionen und das alles, ja. Das sagt für mich ganz klar, ein Motorrad muss brummen. Ja. Ein Motorrad muss brummen und da gibt es auch nicht mehr dazu zu sagen. E-Mobilität hin oder her, das ist ein Thema, da ja, redet die Welt ja schon lange davon. Ja. Ja. Aber für mich muss ein Motor brummen. Absolut, ja, bin ich voll wenn bei du das dir. Allein schon in der Formel 1 oder wie auch immer, welche Klassen. Guck mal, die Formel 1 früher, wo unser Schumi noch gefahren ist.
Ja. Das hat sich so geil angehört, das war emotional, das war spannend, das war aufregend. Und jetzt hören sich Ja. die Formel-1-Fahrzeuge an, als, keine Ahnung, als hat denen jemand die Eier abgeschnitten. Ja, wie so ein Golf. Ja, und das meine ich nicht böse. Ja, nee, nee, überhaupt nicht Da böse, möchte ich aber auch, da möchte ich ja. auch nicht, das irgendwie als richtig oder falsch deklariert bekommen, Ja. sondern es ist einfach nur meine Meinung. Für mich Ja. lebt der Rennsport von Emotionen. Ja. Und diese Emotionen, ein Motor muss brummen. Ja, absolut. Das Punkt. Drehzahl, das Geräusch ist. Oder beim Runterschalten allein. Bum, bum, bum. Das ist Ja, wichtig. Das genauso sieht's aus. ist geil. Das ist unser Leben. Das ist unsere Leidenschaft. Dafür brennen wir. Und wenn das weg wäre, dann würde ich mich fühlen, als wenn 80% abgehen würden. Nicht nur 10, Ja. nicht 20, 80. Einfach so in den Raum geschmissen. Ja, Und. deswegen, um die Frage zu beantworten von unserem Kumpel hier aus Instagram, der gestern die Frage gestellt hat bei meiner Podcast-Umfrage, würde ich von uns beiden ganz klar beantworten Ja. mit: Was haltet ihr von Rennsport, E-Rennsport, beziehungsweise von Elektromotoren? Abstand. Dazu sagen wir Abstand. Also, Absolut. Nee, was? war Ist um Gottes Willen, sollen wir denn jetzt nicht das alles abgesprochen. absprechen? Nee, absolut. Ja, schön. Ich würde sagen, positives Erlebnis. Wir beenden hier den Podcast, damit es nicht zu lange wird. Ich bedanke mich bei dir und bei den Zuhörern natürlich fürs Mitdiskutieren, fürs Zuhören, fürs Mitdabeisein, fürs Mitfiebern, emotional, wie auch immer. Schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, bezüglich E-Motorsport vielleicht und auch zu dem Thema Zugang. Habt ihr da Möglichkeiten, seht ihr Möglichkeiten, habt ihr Fragen dazu? Schreibt es rein. Auch gerne Fragen für die zukünftigen Podcasts. Wir haben ja jetzt ein bisschen Zeit, dank Ausgangssperren. Von dem her können wir euch überfluten. Genauso, ja, genauso sieht's aus. Ich Genau. bedanke mich bei dir auch, Matthias. Es hat richtig viel Spaß gemacht, so ein Podcast. Das war für mich die erste persönliche eigene Podcast-Erfahrung. Und es ist ein tolles Thema, weil man einfach freie Schnauze über Sachen reden kann. Es ist nichts irgendwie Einstudiertes, es ist nichts auswendig Gelerntes, sondern es ist einfach so ein Podcast. Ich habe mir gestern Abend lustigerweise auch noch ein paar Podcasts angehört, ja. Ja. Auch von Comedian und so weiter, wo ich mir dachte, Mensch, geil, die reden einfach frei Ja, Schnauze und da ist auch mal ein sowieso. Versprecher mit drin und dann Ja, wiederholt sich ja. auch mal einer und so weiter. Aber das ist das, was es ausmacht. Und finde das Absolut. geil. Hat richtig viel Spaß gemacht. Wenn von den Zuhörern, von euch Zuhörern, jemand eine Frage hat oder irgendwas, wie es der Matthias schon gesagt hat, haut es in die Kommentare oder schreibt uns persönlich an oder wie auch immer, ja. Genau. Ich bin für alle Schandtaten bereit. Super, dann sagen wir Ciao und Tschüss zu den Zuhörern. Jetzt gibt es noch ein kleines Outro. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis Ciao. bald, ihr Lieben, macht's gut. Matthias, gehabt dich wohl. Jo, bis dann. Ciao, ciao. Yo, ciao. Das war der Motorrad-Podcast mit Matthias Meindl. Das bin übrigens ich. Ich würde mich natürlich auch auf ein Abo freuen und natürlich, dass du auch gerne deine Meinung zu diesem Thema unten in die Kommentare schreibst. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin und ciao.